bin ihm krank aus. Da ist er gerade. Und deswegen, viele sagen manchmal auch, die stellen sich die Frage, ja, macht den Doping überhaupt abhängig? Ja, es ist eine schleichende Abhängigkeit. Und schleichend aus dem Grunde, weil Doping in der Richtung, man kriegt ja nur Komplimente. Wenn er sagt, der eine, Mensch, oh, du bist schon wieder schneller geworden. Oh, Mensch, und du schwimmst ja so schnell und läufst ja so schnell und du hast ja einen wahnsinnigen Bizeps und dies und das. Also man kriegt nur Komplimente. Und bei anderen klassischen Drogen heißt es ja, Mensch, hast du schon wieder abgenommen. Oder du hast schon wieder, deine Haare sind schon wieder ausgefallen oder Zähne schon wieder raus und hin und her. Also, wenn ich zum Beispiel dieses hier, das sind ganz harmlose Calciumtabletten. Und das sind eben diese gefährlichen Anabolika. Also wenn einer sagen würde, ja gut, das sieht man ja irgendwie von der Optik her oder sonst was, da würde ich ja nie einnehmen. Also sie sind ganz schnell zu schlucken. Wenn einer jetzt sagen wir mal 15, 16 Jahre alt ist und solche so eine Zehnerreihe hier zu sich nimmt, da kann man sich schon nicht mehr rückgängig machend schon schädigen. Es kann, muss nicht unbedingt sein, dass man gleich davon stirbt. Aber ich meine, wenn dann natürlich einer nachher dann, sagen wir mal, mit 20 an Diabetes erkrankt, das wäre ja schon wirklich gut bedient, wenn man vorher gesund war. Da sieht man richtig auch noch gelb und unterlaufen alles, was das für ein Eingriff war. Ja, du bist ja hier Leistungssportler, hast alles im Griff, du hebst ja hier 60 Kilo hier und 180 Kilo in der Bank und kann ja mal passieren, das war ein Angriff. Gar nicht darüber nachgedacht, dass diese kleinen Tablettchen irgendwie damit zu tun haben können. Aber dann war mal, ich habe im Ankämpfe gekriegt, bin fast die Wände hochgegangen. Das sind hier und Kollegen und ist da nichts gegen. Und dann während des Trainings auf einmal abends, da musste ich doch meine Beine trainieren, auf einmal habe ich einen Blutschuss aus der Nase gekriegt. Beinpresse habe ich gemacht. 400 Kilo drauf gehabt, wie in den Ohren gedrückt. Ja, Beinpresse. Schön. Ah, Bein, ja, 400 Kilo da hochdrücken. Und dann mit den dicken Beinen heute, da muss ich alle. Ein paar Wochen muss ich mir eine neue Buchse holen, weil die reibt mir hier die ganzen Hosen kaputt. Immer noch. Obwohl ich dann seit Jahren nicht mehr trainiere. Was habe ich davon, wenn ich so dicke Beine da habe und alles? Was mache ich damit? Würde ich da auf den Mond springen oder was ist da los? Was habe ich davon? Ganz kuriosen Körper, den man hatte, aber man hat sich da gar nicht so gesehen, ich habe auch keine Schmerzen, nichts gehabt, also ganz im Gegenteil. Ich war da in so einem Muskel- und Fitnesswahn drin gewesen, dass man jeden Tag dann angefangen hat, sich dann überhaupt schon zu sagen, morgens schon, der erste Gedanke war gewesen, was trainiere ich denn heute? Wie ernähre ich mich denn? Ich habe auch keine normale Ernährung mehr zu mir genommen. Das war so, da habe ich mir nachher einen Mixer geholt. Die Sicherheitslage natürlich. Demnächst zulassen, wie will ich das auch machen? Aber die Resonanzen, die man auch da in der Richtung bekommen hat, waren schon sehr erschreckend. Und was mir dann auch immer wieder dann in der ganzen Angelegenheit aufgezeigt hat, dass auch da welche dabei waren, die gesagt haben, ich würde sogar 10 Jahre weniger leben, aber einmal aufs obere Treppchen gelangen. Und das obere Treppchen war bedeutet nicht irgendwo bei einem Wettkampf, sportlichen Wettkampf, Pokal oder sonst etwas zu erreichen, sondern innerhalb der Gesellschaft. Natürlich dann erstmal verheilt werden müssten. Ne? Da ist es schon, dass er dann hier in der dreieinhalbstündigen Operation in die Brust, wir da so gesehen, abgenommen haben. Jetzt sagen natürlich viele, Mensch, der Börgesson, der setzt sich ein für die Jugend, für die Prävention. Der ist da in den Schulen auch unterwegs, aber der ist da so viel zu tun. Und wie weit wird er kommen? Denn ich weiß natürlich auch, die Ärzte scheinen mir ja auch, dass ich meinen Körper so weit geschunden habe, dass der auch so schon 10 Jahre älter ist. Aber solange ich die verbale Kraft habe, um überall auch unterwegs zu sein, werde ich auch rastlos sein und werde auch weiterhin für euch bzw. für die Jugend auch unterwegs sein. Denn ich sage mir, warum über die Dunkelheit klagen, wenn ich auch irgendwo ein Licht anzünden kann. Und ich wünsche, dass ihr in eurem Leben immer die richtige Entscheidung trifft.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jörg Börjesen mit 20 Jahren, ein preisgekröntes Muskelpaket. Das waren Anabolika. Auch das ist Jörg Börjesen, 18 Jahre später. Sein Körper ist völlig kaputt. Auch das waren Anabolika. Es sollte der Höhepunkt seiner Karriere sein. Heute denkt Jörg Börjesen darüber ganz anders. Bis zu 10 Pillen schluckt der Extrembodybuilder jeden Tag, bis der Organismus nicht mehr mitmacht. Ich wollte abends noch zum Training gehen, weil ich unbedingt meine Beine noch trainieren musste, weil ich meinte, die wären irgendwie zu dünn und wollte mich auf eine nächste Meisterschaft vorbereiten. Und ich hatte Tage vorher schon starke Kopfschmerzen gehabt. Und während des Beintrainings bei der Beinpresse bei ein paar hundert Kilo, bei der letzten paar Wiederholungen, das richtig platzte mir, also wie so eine Ader, die ja dann aufplatzte, dann halt so ein Blutschuss aus der Nase, dass da richtig das Blut so rausspritzt, als wenn einer einen Wasserhahn aufmacht. Was ich mir irgendwie gar nicht so großartig erklären konnte, gar nicht daran gedacht, dass das irgendwie mit den kleinen Tabletten im Zusammenhang zu sehen ist. Training extrem. 6-mal die Woche, mehrere Stunden lang bis zur völligen Erschöpfung. 500 D-Mark gibt Jörg in dieser Zeit monatlich fürs Doping aus. Mehr als 10 große Auszeichnungen beschert ihm das, doch der Erfolg hält nicht lange an. Dem 33-Jährigen wuchern Geschwüre in der Brust, Verdacht auf Krebs. Das kranke Gewebe muss in einer schwierigen Operation entfernt werden. Doch Folgen können noch weiter ausarten, warnen Experten wie Dr. Christian Lüttke. Die Nebenwirkungen, nicht nur körperlicherseits, sondern vor allen Dingen auch im psychologischen Sinne, können darin bestehen, nervös zu werden, sehr unruhig zu sein. Es können Spannungszustände entstehen. Es kann aber auch zu sehr starken Stimmungsschwankungen kommen, die im schlimmsten Fall zu Depressionen oder auch Angststörungen führen können. Ein paar Hanteln und Pokale, die letzten Erinnerungen an seinen geplatzten Traum. Der Erfolg wurde für Jörg Börjesen zur Sucht. Ich war neugierig, mir zu sagen, wie weit kannst du deinen Körper noch ausbauen, welche Möglichkeiten bestehen noch, kannst du den Bizeps noch höher kriegen, kannst du dies noch erreichen, kannst du dann noch streifen. Wenn ich Leute gesehen habe auf Poster, die irgendwie Streifen auf den Quadrizeps hatten, habe ich gedacht, wie kann der das schaffen? Ich mache hier eine Stunde Kniebeuge wie ein Wahnsinniger, ich habe auch Wahnsinnsbeine und mit der Ernährung, da gucke ich auch ein bisschen. Wie hat er die Streifen hingekriegt? Heute weiß ich natürlich auch, Wachstumshormone. Heute will Jörg Börjesen abschrecken, klärt Jugendliche über die Folgen des Doping auf, zeigt ihnen, was die Drogen aus ihm gemacht haben. Und wer im leistungssteigenden Bereich damit hantieren will, der muss diese Mittel ja immer in Überdosierung zu sich nehmen. Und jede Überdosierung ist ja immer schädlich. Eine chronische Magenschleimhautentzündung und ein Bandscheibenvorfall. Der dreifache Familienvater leidet noch immer unter den Dopingfolgen, hat starke Schmerzen. Sie erinnern ihn jeden Tag an sein früheres verpfuschtes Leben. Körperlich geht es mir natürlich nicht so gut. Die Ärzte sagen, dass ich 10 Jahre älter bin. Aber ist klar, natürlich durch den Bandscheibenschaden, durch die schweren Gewichte, die ich da bewegt habe, dass man natürlich dann auch mit Schmerzen manchmal auch aufwacht. Er war abhängig von Anabolika. Heute kämpft Jörg Börjesen mit seiner Organisation gegen den Drogenmissbrauch. Mit einem neuen Buch will er weiter aufklären. Doch sein kaputter Körper wird nie wieder ganz heilen.